Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Until Dawn auf meinem Kanal. Wir sind jetzt gerade im Haus und haben das Spray gesucht, damit wir die vereiste Tür öffnen können. So, Wir deine frieren doch Mädels hier ist schon draußen. kalt. Also mach bitte schneller und sprüh die Tür auf. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Oh. Shit. Haha. Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was Mich war auch das? in der Bist du letzten okay? Folge. Das war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. So, jetzt sind wir mal alle im Haus. Home, sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut, drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Hey, hey Mann. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Jetzt sind wirklich alle zusammen im Haus. Und ich glaube, jetzt geht's dann erst so richtig los. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Okay, es sollte aber hinter ihr stehen. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Naja, wir müssen hinter ihr weiter stehen bleiben. Jessica, halt endlich deinen Mund, okay? Nein, du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie liegt ein Stück den Weg hoch. Das sind echt Kraftausdrücke dabei. Leute, Leute, Leute. Aber du wären wir gedacht. Nicht hinter ihr gestanden, ja. Ich glaube, das hätte ein schlechtes Ende genommen für uns. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also... Glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen die, haben. Die zwei kommen einen vor wie ein altes Ehepaar. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Okay, also es haben sich jetzt eigentlich alle aufgeteilt. Jeder geht woanders hin. Im Exil. Im Sexil. Nicht
dagegen? Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Okay, also nicht vergessen. Und Josh hat mit mir geflirtet. Der Generator. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Hat sie das jetzt wirklich ernsthaft geglaubt, dass er will, dass er mitkommt? Also da gebe ich schon ihr recht. Die hellste ist sie nicht. Okay, da ist er. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Ja, ich glaube, bei dem Foto hätte man auch einiges falsch machen können. Hat er nicht irgendwas gesagt vom Generator anschmeißen? Na, da kann ich auch. Wäre der nicht vielleicht da hinten? Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Okay. Bin gespannt, wie weit die Hütte entfernt ist. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. So was wünscht man keinen. Das ist jetzt eine gute Frage. Wenn ich jetzt da ihr widerspreche, könnte ich mir bei ihr etwas ins Ausschießen. Wobei eigentlich war sie diejenige, die übertrieben hat. Aber ich stimme mal zu. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Ja, ich glaube, da hätten wir jetzt auch mit dem anderen was falsch machen können. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Ah ja, okay, wir müssen den Generator machen. Genau, den Generator, den werden wir jetzt machen. Wird sicher da in dieser Hütte sein. Oh, was haben wir da? Mike! Wieder ein Toter. Ist es nicht toll, den Genie anzuschmeißen, damit es weitergeht? Was ist ein Genie? Okay. Wer auch immer der Mann war. Ich glaube, es wird noch ordentlich gruselig. Das ist der Generator. Okay. Das ist sehr gut. Mal sehen. Boom! Sehr gut, Mikey. Na bitte, Licht geht an. Sehr du bist gut. Echt genial. So. Wow! Alter Schwede, wer war das? Wer hat da reingeschaut? Oh, warum haben wir kein Messer mit oder irgendwas, dass wir uns verteidigen könnten? Puh. So, jetzt sollte die Tür aufgehen. Jawohl. So. Tada!
Sesam, öffne dich. Mach die Tür wieder hinter ziemlich dir zu, gut, bitte. Oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Hast du was gesehen? Außer im Wasser? Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt bald bei der Hütte sein. Sollte ich irgendwas übersehen haben, schreibt es mir in die Kommentare, bitte. Oder ob ihr noch was anderes sehen wollt. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Wollen wir was wissen von der Geschichte? Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja, wer hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun? Naja, ich meine, euer Streich war jetzt auch nicht gerade der Beste. Folgendes Jahr. Das muss man schon sagen. Oh mein Gott, was sind das wieder für Geräusche? Hast du das gehört? Ja. Da war irgendwas. Ja. Geht's lieber schnell zu der Hütte, bevor euch was passiert. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Wow! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja! Hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt! Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran! Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Naja, er sollte runterkommen zu ihr. Okay, ich komme runter. Bleib allein ist nicht so gut. Wow! Alter Schwede. Schon wieder der Mann. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Wäre ich jetzt vielleicht umgebracht worden, wäre ich nicht runtergesprungen? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Okay, na dann gehen wir mal auf ins Bergwerk. Von wo ist denn das denn hergekommen? Alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Wo sind wir da bitte? Oh Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser. Na, hoffentlich kommt sie da bald wieder raus. Das scheint wirklich ein stillgelegtes Bergwerk zu sein. Geht's da weiter? Zigarre. Schräger Ort, gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch.
hier war. Okay. Frisch, ich habe mir gedacht, das ist seit einem Jahr alles stillgelegt. Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Schrein? Wofür? Ich weiß nicht, was da alles passiert ist. Aber... Wow. Alles klar? Ja. War knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Naja. Ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Das finde ich auch. Leuchtet hier noch irgendwo was? Muss man hier noch was untersuchen? Jawohl. Scheiße. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Sehr, sehr viel Gefahr, ja. Das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ich hoffe, kommt jetzt bald raus aus dieser ganzen Sache hier. Weil ich finde das schon ein bisschen unheimlich hier. Endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Gott sei Dank sind sie draußen. Okay. Hoffe, es dauert jetzt nicht mal allzu lange bis zum Haus. Wir gehen ja einfach einmal hinten nach. Würde ich sagen, Kabine. Ja, das scheint schon gut aus. Bis daher dürfte auch Schienen gegangen sein. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Hörst du auf einen Flug mit der Air Force One? Okay. Spaß dir für die Wahlkampfrede, Baby. Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume. Nein, nicht wieder. Das ist wieder irgendwas. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay. Okay, wem hast du gesehen bei der Hütte? Okay. Hey Jess? Mhm. Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, okay, Leute, Michael, ich spule euch das so runter, dass ihr das durchlesen könnt. Was? Schon los, relativ lang. Einen Bären. Wenn, komm schon, bitte. Komm dann schon. Müsst halt das wieder passieren, wenn ihr euch das durchlesen das wollt. Mit dem Bären streicheln. So, da geht's sicher jetzt da runter zur Hütte. Das werden wir jetzt auch reingehen. So, gehen wir mal da weiter runter. So, ich hoffe, wir sind jetzt gleich bei dem Hirsch. Wow, wir machen einen Rabe. Vorsicht, Schwarzenhirn! Dürfte gewesen sein, dadurch, dass ich das... Okay, er muss ja stark sein. Ich habe auf... Paarungsruf geantwortet. Ja. Wow, du Flittchen. Genau. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. Okay, wir haben wieder ein Status-Update. So, ich hoffe, wir kommen jetzt gleich zur Hütte. Alles läuft doch schon recht lang. Jetzt die Folge. Damit wir dann ein schönes Ende finden für dieses Video. So. Okay, da steht sie wieder angeschrieben.
Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah! Sam! Okay, okay. Wenn es das ist, was du willst. Wo ist sie hin? Jess? Jess! Okay. Gut, Leute. Ich würde jetzt sagen, damit machen wir Schluss in Sammy! Diesem... Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Tja... So, liebe Leute, jetzt machen wir Schluss dafür. Wo ist sie nur hin? Ich hoffe, es wird sich bald auflösen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es eine neue Folge Until Dawn von mir gibt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.